Am Wort ist nun Frau Diplom-Ingenieurin Karin Doppelbauer. Bitte, Frau Abgeordnete. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Minister. Ja, ich spreche jetzt auch noch mal zum Emissionshandelssystem, das ja von dem nationalen System auf die europäische Ebene gehoben werden soll. Und ja, wir hätten als NEOS da prinzipiell auch sehr viel Gutes darin gesehen, weil es aus unserer Sicht wirklich gut ist, wenn eben ein Zertifikatshandel da ist, wo man einen genauen Plan hat für die Unternehmen, die wissen, jedes Jahr 5% weniger. Aus unserer Sicht ein marktkonformes Tool, um hier eben auch effizient zu wirken und tatsächlich auch die Klimaziele zu erreichen. Noch dazu ein europaweiter Handel mit Zertifikaten. Auch das finden wir sehr gut, weil es hier natürlich dann auch zu einer Vereinheitlichung der Systeme in ganz Europa kommt. Wir hätten dem tatsächlich auch sehr, sehr gerne zugestimmt, haben uns aber dann eines Besseren belehren lassen. Und das ist natürlich wieder heute Nacht um Mitternacht passiert, wo dann ein 15-seitiger Abänderungsantrag daherkommt, wo ein vollkommen neues nationales Kompensationssystem drinnen ist, die Dinge tatsächlich offenbar abgetauscht wurden, wahrscheinlich Klimabonus gegen Agrardiesel, I don't know, oder beides in dem Fall, dass da kommen wird. Und so kann man aus unserer Sicht parlamentarisch einfach nicht arbeiten. Wir hatten letzte Woche einen Ausschuss, da hätte man das durchaus schon diskutieren können. Da war von dem überhaupt keine Rede. Da war im Ausschuss so ein Abänderungsantrag. Da sind wir noch mitgegangen, weil wir ja konstruktiv sein wollen. Aber noch einmal, mit diesem zusätzlichen Paket, das Sie hier geschickt haben, können wir jetzt unsere Zustimmung nicht geben. Wo Sie aber wahnsinnig viel Zeit gehabt hätten, liebe ÖVP und liebe Grünen, wo Sie wirklich viel, viel Zeit gehabt hätten, ist, wenn Sie sich mit dem SAG, mit dem Strompreiskostenausgleichsgesetz, wie es so sperrig heißt, also der Strompreiskombination für Industrieunternehmen beschäftigt hätten. Wir haben da seit letztem Jahr tatsächlich einen Antrag im Ausschuss liegen, den Sie bis jetzt ja durchaus immer gerne mit uns diskutieren, aber eben nichts tun. Und das ist schon ein wenig fahrlässig, weil es hier wirklich die Industrie und die Betriebe, die im internationalen Wettbewerb stehen, echt brauchen würden, dass sie hier unterstützen. Das sind Unternehmen, die standorttechnische Nachteile haben, weil, wie wir wissen, ist das SAG ja ein europäisches Instrument der Union, um Unternehmen zu unterstützen, die elektrifizieren oder eben schon elektrifiziert haben und hier höhere Strompreise haben. Denen helfen sie nicht. Das sind genau die Unternehmen, die sie haben wollen. Die tun etwas, die elektrifizieren. Die sind hier in Österreich daheim, die wollen tatsächlich nur die gleichen fairen Bedingungen haben, wie es die restlichen Länder in Europa haben. Wie gesagt, die meisten europäischen Länder haben das umgesetzt bis 2030. Und sie sitzen hier da und rühren sich nicht. Also tatsächlich finden wir das sehr bedenklich. Und ich glaube, sie tragen hier politisches Hickhack auf den Rücken der Unternehmerinnen und der Unternehmer aus. Und das ist in dieser Zeit richtig fahrlässig. Also wenn Sie hier etwas tun wollen, Sie hatten genug Zeit, sich vorzubereiten, dann bitte ich Sie sehr, stimmen Sie auch heute unserem Antrag zu, den wir jetzt ja auch stellen werden. Wir werden ihn im nächsten Ausschuss wieder aufs Tableau holen. Wir NEOS werden hier nämlich nicht aufgeben. Wir wollen, dass Sie hier der Industrie und den Betrieben helfen, um in Österreich erfolgreich in der Zukunft wirtschaften zu können.